Okay. So. Na, Alter. Hör auf damit. Ich gehe jetzt nochmal hier gucken im Studierzimmer. Vielleicht finden wir ja da nochmal irgendwie was. Vielleicht sind da jetzt durch die Explosion im Keller vielleicht auch die Steine dort weg. Ich weiß es nicht. Oh Gott, Montag muss ich gleich einen Termin beim Augenarzt machen. Vielleicht meine Brille aufsetzen. So. Nicht böse nehmen, auch immer, wenn ich das, was ich hier sage oder so, nicht ernst nehme, ist es, ne? Man weiß ja. Ich sag's nur nochmal schon mal im Voraus, ne? Weil viele immer so, ja, warum machst du immer Witze über mich? Mein Gott, man darf doch mal lachen im Leben. Man ist doch noch viel zu ernst genug. Ne? So. Okay, hier ist nichts. Hier ist immer noch versperrt, ne? Okay. Kann ich hier irgendwie da was hinternehmen? Wo war denn nochmal? Wie kamen wir denn verdammt nochmal jetzt in den Maschinenraum? Ist er immer noch am Pinkeln hier? Ja. Also hier brauche ich, glaube ich, auch großartig nichts mehr suchen, weil wir hier ja eigentlich nur diesen einen Stab hier gefunden haben. Er hat Stab gesagt, einfach so. Genau. Amplitude Stab aus. Ein Maschinenteil aus Holz und Metall. Ein Maschinenteil, genau. Wir haben hier den Stab. Das war der gefunden, ne? Oder? Warte mal. Ach nee, hier, genau. Den Strömungskreislaufstab haben wir gefunden. Strömungskreislaufstab. Strömungskreislaufstab. Ah, hier, ah, ja, okay. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Du hast sowas wie ein Dietrich oder so. Ja, die spitze Nadel hier. Aber die habe ich ja bei dem Maschinenraumtür schon ausprobiert, aber die funktioniert da nicht. Ich kann es ja nochmal gucken. Die haben wir ja bei der einen Tür auch benutzt, diese spitze Nadel, aber irgendwie... Warte, ich probiere es nochmal. Hier, eine starke Chirurgienadel. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Dann nutzt ihn doch für deinen Arm. So. So, darunter kommen wir sowieso nicht mehr. Da war ja der Startpunkt. Jetzt nochmal oben vielleicht in den einen Raum rein. Im Keller gehe ich nicht mehr rein. Oder im Lagerraum. Könnt ihr euch abschminken. Da sind die zwei Kellerkläuse am rumlaufen. Bin doch nicht bescheuert. Nein. Denkt nicht mal dran. Nein, da gehe ich nicht rein. So. War denn hier noch irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben? In dem Rumpelzimmer vom Kellerklaus. Psst. Ich finde es immer so lustig, die Kakerlaken, was für Geräusche die machen. Psst. 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 Hier vielleicht nochmal die Schubladen durchsuchen. Vielleicht finden wir noch eine alte, benutzte Unterhose vom Kellerklaus. Man weiß es ja nicht. Ah, seine alten, getragenen Hemden. Hier ist sein Schlafzimmer. Hier vielleicht irgendwas. Hier liegt ein Stein. Sag ich jetzt nichts zu. Ich spare mir mal den Kommentar mit dem Glas. Okay. Da ist auch nichts. Hier. Nein. Okay. Mm-hmm. Tja, Freunde. Ich glaube, ich muss das Let's Play abbrechen. Nein, natürlich nicht. Irgendwie werden wir schon weiterkommen. Es wird wahrscheinlich findige Zuschauer geben, die im Livestream mir gleich mal die Lösung schreiben. Das will ich aber nicht. Bitte nicht. Ich will das selber rausfinden. Vielleicht nur so Tipps geben. Wie viel haben wir? 10 Zünderbüchsen. Mein Gott. Können wir richtig damit asen. Ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, die Gemälde immer wegzunehmen. Weil ich ja nebenbei auch so ein bisschen Dishonored heute wieder gespielt habe. Da kann man einige die Gemälde wegnehmen. Die bringen dann Gold. Na? Schau dir mal Titanfall 2 an. Auch ein sehr geiles Game. Aber nicht meins. Definitiv nein. Ich habe genug von dem Zukunftssetting. Und Mechs mag ich sowieso nicht. Diese Mech-Dinger-Krams-Dingsbums.
Ja, da müssen wir leider doch nochmal in den Keller, glaube ich. Ich oder in den Lagerraum. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da gar nicht erst rein. Ich möchte da nicht rein. Wie war denn das nochmal mit dem... Bin gerade am Überlegen. Es ist schon so lange her, wo ich den ersten Teil gespielt habe. Prost. Ist schon ewig und 3 Tage her. Und willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Heute live Let's Play. Deswegen ist der Chat auch aus. So, ich guck mich jetzt mal nochmal um. Und fall... Warte mal, es könnte natürlich da sein, wo der Kellerklaus auf uns wartet, dass da wir vielleicht noch ein paar Räume oder irgendwie Sachen übersehen haben. Da muss ich... Und hier ist auch noch eine Tür, die wir nicht begehen können. Bin ganz schön mutig, dass ich hier lang renne, ne? Muss ich sagen. Sind die jetzt eigentlich weg, oder? Ich denke mal nicht, ne? Wow, ist hier viel Licht jetzt durch die Kerze. So, hier nochmal reingucken. Haben wir hier irgendwas? Hier ist ein altes, gammeliges Brot. Das können wir sogar essen, glaube ich. Ach nee, es ging ja nur, weil die Sonne hat. So, Gastaboy 93, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zu Amnesia The Dark Descent Live Let's Play. Ich nehme gerade auf für YouTube. Hallo. Zünderbüchsen können wir gut brauchen. Haben wir übersehen. Ich hoffe, die Kellerkläuse sind hier nicht unterwegs. Guck mal, hier sind Kartoffelsäcke. Soll ich mir vielleicht mal so ein kleines Netz hier mitnehmen? Dann kann ich mir wieder ein paar Bratkartoffeln machen. Ich liebe Bratkartoffeln. Mit Speck und Zwiebeln. Und schon wieder sind wir beim Essensthema. Ich fange mal an, es tut mir leid. Ich kann da nichts für. Ist hier eine Kiste oder so? Nein, hier sind nur... Und mir juckt schon wieder die Birne. Das liegt daran, weil ich eine Mütze auf habe. Weil ich zu faul war, mir die Haare zu machen. Ist auch egal. Hier ist der Raum mit den Ketten gewesen. Na genau. Können wir denn hier... Können wir hier was machen mit den Ketten? Können wir hier... Was ist das denn hier? Aua, Alter! Ich bin so schlau. Ich fass einfach mal... Natürlich. Ich fass einfach mal ein Feuer mit der bloßen Hand an. Und hier haben wir... Und hier haben wir die Leuchtstäbe, wollte ich gerade sagen, gefunden. Aber... Sonst ist hier nichts. Oder kann ich die kombinieren? Warte mal, nein. Uah. Das kann nicht kombiniert werden. Muss ich vielleicht irgendwo noch ein Loch bohren mit dem Bohrer? Mag ja sein. So. Guten Abend, Sven. Und guten Abend, Villager Jung. Sven Villager Jung. Zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, wir sind im Live Let's Play. Ich... Keine Ahnung, wie wir weiterkommen. Traurig, aber wahr. Wahrscheinlich übersehe ich irgendetwas, was total simpel ist. Das wäre nicht das erste Mal, dass es passiert. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber es ist so lange her. Und damals auf dem PC. Hier geht es ja nicht offen, ne? Es lässt sich nicht bewegen. Ja, ja, ja. Sonst ist hier nichts, okay. Ich gehe nochmal in den Weinkeller. Oder im Lagerraum oder was auch immer das sein soll. Hier haben wir ja genau den Sprengstoff zusammengemischt. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts drin, oder? What was that? Das war meine Moderation. Es tut mir leid, so leid, dass ich so schrecklich klinge. So. Okay, die Öllampe ist aus und wir haben kein Öl mehr. Ja, super. Dann brauche ich ja eigentlich auch gar nicht langlaufen. Weil wir eh nicht viel sehen werden. Ja, tja, Freunde, ich habe keine Ahnung. Ich
weiß nicht, was ich machen soll. Kann sich nur um Stunden handeln. Weil eigentlich haben wir die ganzen... Ja, wir haben eigentlich die... Ich sag mal, die Sicherungsstäbe haben wir eigentlich, aber... Wenn wir in den Maschinenraum nicht reinkommen, bringt uns das ja gar nichts. Aber wir konnten hier was machen, ne? Vorhin. Kann ich jetzt hier? Geht nicht mehr. Ich kann da nicht mehr drücken. Warum auch immer. Aua, Alter! Wo ist die? Da. 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 Nee, da, da, da. Da war gerade unten noch eine Figur. Ich sag, was? Ich habe auch keinen Plan. Ich sag nur, planlos geht der Plan los. Ja, ich glaube auch. Hier verschwinden auf einmal Leichen. Das ist merkwürdig. Oder kann ich den Bohrer an der Tür benutzen? Würde gar keinen Sinn ergeben eigentlich. Aber gut, man kann ja mal probieren, geht über studieren. So. Freunde. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Ja, da mach doch die scheiß Tür auf! Mann! Wieso komme ich da nicht rein? Oh, heiliger Löwe! Bitte sag mir, wie krieg ich die Tür auf? Mann, ich will den Fahrstuhl reparieren. Das funktioniert nicht. Das ist schon so lange her. Ich glaube aber an der Stelle hatte ich, glaube ich, damals auch gehangen. Bis ich dann irgendwann die Erleuchtung hatte, so... Ich bin erleuchtet! Und dann auf einmal, ah! Aber da mich jetzt dran zu erinnern, ist zu lange her. Dann gehen wir da nochmal gucken. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, als alles nochmal abzusuchen. Weil irgendwas müssen wir ja finden. Vielleicht einen geheimen Hebel, einen Schall... Ein Schalter vielleicht in der Halle? Macht das vielleicht sein? Oder warte mal. Wir haben doch... Okay. Ich gehe nochmal zurück in die Halle. In die Halle des Grauens. In die hintere Halle. Ob es auch eine vordere Halle gibt? Der war gut. So. Können wir jetzt nochmal was trinken? So, Freunde. Weiter geht's. Ein Schalter vielleicht. Das Problem wird sein, das habe ich ja immer bei so Rätselspielen alles, ne? Dass ich immer viel zu kompliziert denke, obwohl die Lösung total einfach ist. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch nicht. Entschuldigung. So. Hier waren wir auch noch nicht gewesen. Hier bei den Adlern und so. Vielleicht ist ja hier irgendwie was. Nein, ist auch nicht. Ah ja, Lampe. Ah, guck mal hier. Toll. Ist ja gar nichts drin. Deiner Scheißtruhe. Mann. Ist hier vielleicht irgendwas? Ein Schalter, ein Hebel. Hier ist ein Krug. Den schmeiß ich weg und dann geht er kaputt. Verdammt, wo ist jetzt denn ich? Ich hab keine Ahnung. Oh, heiliger Adler, bitte sag mir, wo es weitergeht. Okay, das mit dem Schalter, glaube ich, ist nicht so förderlich. Oder vielleicht in dem Raum, wo die Tür ist, ein Schalter? Ein Hebel oder so. Aber wir haben ja ein... Warte mal. Ich bin so doof, ne?
Wo waren das mit dem... Im Keller. Ich habe eine Idee. Ja, der Flex hat eine Idee. Mal gucken, ob die Idee aufgeht. Dazu brauchen wir mehrere Kisten. Ich habe eine... Alter, 16 Zuschauer. Ich habe eine Idee. Geh doch mal in den Raum, wo du im Schrank musstest. Machen wir gleich nochmal. Ich hab jetzt gerade eine Idee. Wir brauchen dafür ein paar Kisten. Zum Stapeln. Weil ich glaube, ich kann mich entsinnen, dass ich irgendwo nach oben geguckt habe und da war ein Riesenraum. Vielleicht kommen wir da weiter. Wenn du weißt, wovon ich spreche. Wenn du es dir gemerkt hast. So. Dazu brauche ich ein paar Kisten. Ich hoffe... So, dazu muss ich hier lang. Ich hoffe, das geht. Ich weiß es natürlich nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich glaube, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das... Oder ich werde sterben. Kann natürlich auch sein. Eieiei, das kann ja was geben. Oh Gott, wie viele Kisten will ich denn da benutzen, um nach oben zu kommen? Wir haben ja genug hier rumstehen, ne? Lalalala, lalalala. Bauen uns jetzt erstmal eine schöne... Warte mal. Erstmal nehme ich hier die ganz Kacksteine... Hallo? Die Kacksteine erstmal weg hier. Mal den Kackstein da auf und schmeiß ihn mal weg. So, auch weg. Auch weg. Na, hallo? Okay, den will er nicht. Den will er. Den aber, oder? Doch, den will er auch. Wenn er... Ah, den kleinen. Den großen nimmt er nicht. Der ist zu schwer. So. Erstmal drehen das Fass. Was oben rechts in der Ecke sitzt. So, dann stelle ich das mal hier hin. Ja, das sieht gut aus. Jetzt brauche ich noch eine Kiste. Oder, nee, warte mal. Die können wir nicht aufnehmen, ne? Noch ein Fässer. Tetris. Dum, 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 la, 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 la. Es wird so schief gehen. Das werde ich niemals nicht schaffen. Wie soll ich denn bitte da hinkommen? Und ich glaube auch nicht, dass man da oben hin soll. Ich probiere es trotzdem aus. Probieren geht aber studieren. So. Nein! War schwierig. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, danke. Ja, bitte. Kein Problem. Kostet nur 5 Euro. So, wie komme ich jetzt? Kann ich die Kiste hier? Na toll. Nein, du sollst hier dich... Hallo? Nein, 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 nein. Hau nicht die Fässer um. Bitte. Warum ist die Kiste so groß? Die ist größer wie ich. Die wäre doch gerade noch klein. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. So geht's. Eine Insel. Überweise ich dir. Das ist lieb, danke. So. Ich hab keine Ahnung. Ich probier's einfach mal. Probier mal das Fass hier hinzustellen, wenn das geht. Ich komme da gar nicht drauf, weil ich nicht hoch genug springen kann, oder? Doch. Komme ich da? Da komme ich doch nie im Leben hin. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht so nicht. Hallo? Hallo? Hallo, Fass?
So, ich bin jetzt hier und jetzt... Nee, hier ist eine unsichtbare Wand hier oben. So wie er springt. Toll. War eine super Idee. Aber scheiße. So, einfach mal die Kacke hier wegschmeißen wieder. Toll. Ich habe keine Idee mehr. Den brauchst du nicht überweisen, kannst auch spenden. Ja genau, einfach auf den... Nicht spenden, kannst ja schenken. Gibt's ja unten den Schenken-Button. Also wenn ihr mir was schenken möchtet... Ich nenn's ja nicht spenden, sondern schenken. Schenken klingt immer so für einen guten Zweck oder so. Ja. Aber schenken finde ich mal so voll lieb so. Schenken, ja, weil du es so toll machst, schenke ich dir was. Na? Dann gibt's unten so einen Schenkungslink. So. Jetzt mein Plan. Ja, ich bin dabei. So, das war in das Zimmer mit dem... War das das Zimmer mit Godzilla? Ich weiß nicht mehr. Gästezimmer? War das Gäste... Warte mal, ich schau nochmal eben. Geh nochmal in den Raum, wo du den Schrank in den Schrank musstest. Das war das Gästezimmer, war das gewesen. Da gehen wir nochmal hin. So. Ich krieg Hunger. Fürchterlich. Psst. Mach schon wieder. Psst. Psst, psst, psst. So, was soll ich jetzt hier? Ich... Hier? Hier? Hm. Was ist das denn? Oh, Alter, ich dachte schon, hier wäre ein Schalter oder so. Ein Haken. Aber es ist nur ein Haken. Ich weiß nicht, welcher Raum. Überblick verloren. So, hier sind aber nur Klamotten am Hängen. Irgendwo ist ein Bild. Irgendwo ist ein Bild. Hier ist ein Bild. Dann ist hier ein Bild. Dann ist... Wo haben wir noch ein Bild? Da ist ein kein... Hier ist kein Bild. Kann ja auch nichts machen. Was ist denn? Du hast doch im Internet nachgesehen. Ich weiß es genau. Wer soll denn... Wer soll denn... Wer soll denn bitte da drauf kommen? Mal ganz ehrlich. Du hast im Internet nachgeguckt. Sei ehrlich, die Lösung. Wer soll denn bitte in Gottes Namen da drauf kommen, dass da hinterm Bild ein geheimer Raum versteckt ist mit einem Schlüssel? Ich brauche zu trinken. Furchtbar. So. Unglaublich. Der Maschinenraumschlüssel. Na klar, hinter einem Bild. Natürlich. Ist auch so sinnfrei. Hab schon mal gesehen. Super. Aber dankeschön. So. Maschinenraum ist abgeschlossen. Da müssen wir jetzt den Schlüssel benutzen. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt hier erstmal eine kurze Folgenpause. Und dann geht's gleich spannend weiter hier bei Amnesia. Machen eine kurze Pipi-Pupu-Pause, Schipsul-Pause, Trinkul-Pause. Und für dich auf YouTube machen wir eine kurze Folgenpause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.